Lernst du schon oder spielst du noch? Mhm. Ich sage manchmal zu Eltern, also wisst ihr, Unsicherheit ist wahrscheinlich die intelligenteste Reaktion auf das, was wir heute alle miteinander erleben. Und ich erkenne an, dass deine Werte und deine Grenzen und deine Bedürfnisse genauso da sein dürfen und berechtigt sind, wie ich das für mich auch beanspruche. Die Integrität unserer Kinder wahren und unsere Integrität nicht aufgeben. Ich als Erwachsener habe, glaube ich, die Aufgabe, diesem Wunsch gegenüber Respekt entgegenzubringen. Und Führung heißt an der Stelle zu wissen, Kinder und auch Jugendliche wissen sehr oft, worauf sie Lust haben, aber nicht immer, was ihren Bedürfnissen entspricht. Immer, ich habe keine Lust dazu. Und dann dachte ich ja, jetzt nimmt sie sich gleich das Leben. Nee, sie sagte, okay. Da war ich schon fast beleidigt, ja? So nach dem Motto. Denn ich bin immer das Rollenmodell. Immer. Das ist Erziehung. Ja? So wie ich bin. So, das erzieht nicht letztlich hin. Jetzt erzählt immer, wie man die Gabel hält. Kann man sich sparen. All diese Dinge, die ich gerne mag und die ich auch, ich sag mal, gut kann, die haben sich entwickelt proportional zum Nachlassen des Druckes. Spielen ist ja ein Grundbedürfnis. Und Bedürfnisse sind immer da, genau wie unsere Potenziale. Die sind nie weg. Da bin ich ja, wenn ich ein bisschen achtsam bin und den Mut habe, ganz schnell bei der Frage, wie bin ich eigentlich groß geworden?